Hello, dude. Wow, that's funny as fuck, man. Okay, Leute, er ist einfach in meine Base gekommen, WTF. How did you find this? Ich versteck mich, equip die Bola, dass er es nicht sieht. Zählte nicht. Zählte nicht. Und dann betäube ich den Sack. Hä, was? Wie kommt der hier rein? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er kann hier keine Cryos droppen. Ja, das ist das Geile beim Spot, Leute. Das ist das Geile. You can't drop Cryos here, dude. Aber warum schläft er nicht ein? Wie viel fucking Resi hat er oder was hat er für ein Flaxhead, Junge? Insane. Alter, sorry, ich lief noch ein Stream im Hintergrund. Wo ist er jetzt hin? Er hat halt meinen Stuff jetzt, ne? Alter, ich war 5 Minuten weg, hab hier gerade drüber. Nee, er hat nix. Er hat nix. Er hat noch nix genommen. Hier fehlen die Kugeln. Ich muss die mal ein bisschen splitten. Alter, ich hab nur 3 Stück. Als ob jetzt hier einer ist, ey. Fuck. Da ist er. Fliegt der? Nee, der hat Tech. Belastend. Okay, ich gesse, ich nehme meine Tames, mein Schnorchelkit. Zack. Rüstung. Und hau ab, oder? Und noch C4. Noch die Electronics. Ach, belastend, Digga. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja, die Bolas hier hitten einfach nicht. Okay, Leute, ich fahr's ab. Mir bleibt nichts anderes übrig. Außer eben kurz abzufatzen und hochzuschnorcheln. Er hat halt Tech-Gear, Alter, als ob das jetzt so einen Fallschaden gemacht hat. Das heißt, er kann mich theoretisch... Wie hat er das gefunden, Alter? Hat er mich gesehen beim Runtertauchen? WTF, ich war nämlich gerade, oh Gott, ey, ich muss euch das alles jetzt erklären. Ich war nämlich gerade unterwegs und habe aus meiner alten Kleinbase beim Totenkopf alles raustransportiert, weil morgen das Video kommt, in dem man sieht, dass ich dort baue. Und jetzt muss ich aufpassen, hier sind Plesios. Und wollte gerade, war gerade am Airdrop, ich war nur 10, keine Ahnung, maximal 10 Minuten weg. War am Airdrop, hab mich reingespawnt und er hat hier gerade Tech geboostet, es hat geleuchtet. Und dann sitzt da einer neben meinem Bett. Aber was will halt auch einer, ihr habt gesehen, wie viel ich dem... mit verbesserter Armbrust an Pfeilen reingedrückt habe und der hat nicht geschlafen. Der hat insane Rüstung. Keine Ahnung, was der da will. Aber gut. Ich habe halt meine Tames, das ist das Wichtigste. Da war halt nichts in der Base. Meine Tames sind halt, wie gesagt, definitiv das Wichtigste. Ich werde jetzt hier kurz Pause im Wasser machen. Genau hier, weil ich bin zu schwer für meinen PT. Und muss dann Stuff droppen. Was droppe ich denn? Eine Armbrust und auf jeden Fall einen Scuba-Tank. Ach, belastend. Zum Glück hatte ich noch nicht alles rüber transportiert. Das wäre halt nochmal ärgerlicher gewesen. Das ganze Gunpowder ist noch drüben im Totenkopf. Ach, shit, ey. Aber trotzdem ärgerlich auch um das Versteck, ne? Auch für euch zur Erklärung, Alter. Mein PT hat gut Level up. Zwischen der jetzigen und der letzten Aufnahme. Ich habe den Pete mit dem guten Sattel noch mitgenommen. Yes. Der jetzt 1300 Stam hat, was richtig geil ist. Naja, zwischen der letzten und dieser Aufnahme sind mehrere Tage vergangen, weil wir den nächsten Kurzfilm gedreht und ich den bearbeitet und geschnitten und alles hab. Das heißt, ich war jetzt circa eine Woche oder so da unten. Und jetzt random findet mich einer? WTF, Mann. Für mich ergibt das einfach gar keinen Sinn. Ich denke, ich werde jetzt zum Airdrop fliegen und gucken, was für einen Timer ich habe und mich dann erstmal uploaden. Er meint jetzt, don't worry, I won't come again. Das sagen sie alle und dann ist die Base weg. Nee, 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 ich lade mich erstmal ab und save den Shit im Upload. Und dann gucken wir weiter. Dadurch, dass ich jetzt mehrere Tage weg war, ist natürlich richtig geil. Haben all meine Dinos, weil sie in Cryopods sind, maximale Level. Bedeutet, ich kann meine Trikes und alles ausleveln lassen und dann... schön mit denen Fatzen gehen. Aber ich habe einen anderen Plan, den ich jetzt machen werde. Oder den ich eigentlich machen werde, sobald die Base safe ist. Ich habe noch einen anderen Spot. Damit wisst ihr dann natürlich jetzt auch, wo der ist, wo ich war, ne? Center Bubble. Ist jetzt leider nicht mehr Premium. Okay, wir gucken.
zwei Minuten. Das könnte mit dem Airdrop noch klappen. Gut, und dann halt mal gucken, ne? Ich warte halt jetzt auf den Upload. Schön mit dem Rocket Launcher. Soll er kommen, Junge? Ich knall. Dann lade ich mich hoch und dann überlege ich mal, wie ich vorgehe. Uff, Digga. Hätte ich ihn aber abgezogen, der hatte halt Tech dabei. Der hatte Element dabei für sein Tech-Suit. Hätte ich ihn betäubt gekriegt. Oh. Aber hätte halt niemals geklappt. Hätte ich da Heavys gehabt, wäre es vielleicht auch ein bisschen safer gewesen. Aber als Solo-Spieler macht das keinen Sinn. Solo macht es einfach keinen Sinn, eine Base zu bauen und Turrets zu farmen, weil du, das bringt eh nichts. Der Way, wie man Solo vernünftig spielt, sodass man halt auch Spaß dran hat. Natürlich, du kannst eine Base bauen, du kannst auch dir Turrets farmen, aber nach zwei Wochen wirst du geradet, sobald du ein bisschen größer bist. Und das ist halt das Ding. Und deswegen ist Solo eigentlich der beste Way, oder meiner Meinung nach der beste Way, auf so zwei, drei Maps Basen zu haben. Oder auch auf einer Map mehrere Basen, einfach mehrere Stützpunkte zu haben, wo man Sachen lagert, die einfach versteckt sind und ansonsten zockt man per Upload. Wenn ich jetzt vernünftig schwitzen gehen will, dann nehme ich mir ein paar Sachen, dann nehme ich mir die Dinos, die ich brauche, lade die alle hoch, gehe auf irgendeinen Server und lade immer nur das runter, wenn ich es brauche. Und es ist alles safe, weil mehr als das habe ich eh nicht und alles, was ich extra bekomme, ist durch Loot. Mein nächster Plan jetzt eigentlich, sobald, ich wollte halt eigentlich mein Stuff saven, aber das ist jetzt ein bisschen riskant. Mein nächster Plan werden auch Wyvern sein. Ich werde auf Crystal Islands gehen und mir eine zocken und dann mit einem Parasaurus ein bisschen Polovia hunten. Die Zeit sollte rum sein. Ist der Airdrop noch da? Nee. Aber der Timer ist rum, ich kann mich hochzocken. Dann schwimme ich halt darüber. Ich habe ja Schnorchler hier. Ja, und so werde ich mir dann noch ein bisschen Loot holen. Und insgesamt wird mein Run diesmal sehr, sehr PvP-lastig und sehr Raid-lastig. Zumindest ist das mein Plan. Man muss ja immer Stuff machen, ne? Sag mal, so ein bisschen Hustle muss man halt immer, einen Arsch in der Buchs zusammenkneifen und halt auch einfach PvE schwitzen. Klar, gehört dazu. Guck mal hier mein geheimes Loch. Und ich denke mal, es ist aber auch interessant für den einen oder anderen von euch. So, aber bevor ich jetzt genug laber, ich lade mich jetzt hoch. Sorry für ohne Facecam, war sehr spontan. Da gucke ich, wie ich weitermache und wir hören uns. Gut, meine Turrets sind leer von dem Halodri. Das scheint wirklich einfach nur ein Endgame-Spieler gewesen zu sein. Er hat dann ja auch im Chat geschrieben, dass ich wieder zurückkommen kann. Klar, er braucht halt meinen 2500 HP-Trike jetzt nicht unbedingt, aber ich brauche ihn und ich überlege echt schon wieder umzuziehen. Es tut mir leid und ich weiß, eigentlich habe ich jetzt vor, Crystal Wyvern zu holen und dann ein bisschen schön Polovia-Hunting, schön ein bisschen Loot ergaunern. Dazu gibt es nämlich das Problem, dass ich unten in meiner Base nichts entcryen kann, in der Unterwasserblase. Ihr habt das auch gesehen beim anderen Dude. Deswegen konnte ich den da holen und abballern und habe gesagt, you can't drop shit, weil da kannst du halt nichts entcryen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Fluch natürlich, wenn ich kann da selbst nichts breeden und hochheilen und was weiß ich, das ist halt super ärgerlich, das würde ich gerne können. Aber Segen natürlich auch, weil man kommt halt nur mit einem, wenn man da irgendwie vernünftig hoch will, Managama oder Bloodstalker oder so hin. Mit dem Flugdino kommst du da halt nicht hoch. Und mit dem Quetzel hinfliegen und soaken funktioniert auch nicht, wenn da vernünftig Defense wäre. Was ich natürlich nicht habe. Also ist der Spot halt insgesamt wirklich gut. Außer eben für alles, was mit irgendwie Dinos zu tun hat. Und da habe ich halt noch einen weiteren auf einer weiteren Map. Sehr versteckt, da werde ich auch brüten können. Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall meine Öfen weiter befüllen. Ich mache noch ein paar Touren. Und dann werde ich mir, mein Fabricator ist noch da, das ist halt ein Segen. Ich werde mir dann einen neuen Fabricator bauen für unten. Und werde dann einfach mehr basic zocken. Solo ist es eh besser, weil Defense bauen bringt dir nichts. Ich kann keine Defense bauen schnell genug, die irgendwas standhält. Also vielleicht so drei Heavys mal oder so, aber das reicht halt auch nicht, um da mal was Vernünftiges mit zu befestigen. Trotzdem werde ich jetzt Munition nachcraften. Das ist aktuell mein Gebot. Und nebenbei, sehen wir mal hier, müsste eigentlich einiges drin sein, genau. Und nebenbei das ganze Gunpowder. Und ich habe fucking viel Sparkpowder und dann noch sehr viel Charcoal. Genau, und dann werde ich daraus nämlich jetzt noch schön, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen C4 machen? Wir werden sehen. Entweder C4, aber auf jeden Fall auch ein bisschen Turret-Ammo. Alter, wie viel kriege ich denn jetzt hier? Da habe ich gut durchbruttern lassen, ne? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schwuf. Alter, wie geil ist das? Was ich damit sagen will, ist, ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, dass ich mich jetzt mehrmappig aufbaue und nicht nur auf den einen Spot da unten setze. Gerade weil der jetzt gefunden wurde. Er wird da nicht wieder hinkommen. Er wird mich da... Was ist das da? Er wird mich da nicht raiden. Und es ist auch echt ein fucking Zufall. Wie gesagt, ich stand da zwei Monate fast mit Munin auf Small Tribes und die Base ist am Ende decayed, weil wir keinen Bock mehr hatten und vergessen haben, uns einzuloggen. Und genau dann, zwischen einem der Transfers, wo ich meinen Loot rüberbringe, sitzt einer in meiner Base hinter meinem Bett. WTF. Hätte ich ihn natürlich ausgenockt gekriegt, wäre sick gewesen. Ich hätte einfach Tech-Suit. Und da ist ein Boot. Guck mal, Leute, war das gerade schon da? Da muss der Shark aber mal kurz abladen und gucken, ne? Nicht, dass da einer an seiner Insel gerade hier farmt, frecherweise. So, guck mal, das wird schon wieder eine ordentliche Menge Metal. Das lässt sich sehen, 200 oder so. Damit lässt sich arbeiten und dann gucken wir mal, ob sich hier auch mit einem arbeiten lässt. Davor parkt keiner. Drinnen ist nicht abgefarmt. Okay, ne. Ja, und dann aufs Polovia-Hunten freue ich mich schon. Man huntet ja nicht immer nur Polovias dabei, ne? Das ist halt zeitintensiv. Ich fliege dann sehr viel rum, einfach nur mit Wyvern und Parasaurus.
und versucht Sachen zu detekten. Man findet aber neben Pullover jetzt natürlich dann noch irgendwelche Basen, ausgelockte Spieler, irgendwelche getamten Dinos, die vielleicht Loot drin haben. Das ist halt insgesamt, oh, jetzt wurde ich gespinnnetzchen. Nee, wurde ich nicht. Das ist halt insgesamt jetzt nicht das zeiteffektivste, aber wenn man mal was hittet, wenn man mal Loot bekommt, dann gnade dir Gott, Junge, dann bist du richtig reich, wisst ihr? Und das ist es halt, wofür ich aus bin, auf diesen einen Lootbag, der mich vom Primpleb eher Richtung 800.000er Dura Fluxhead-Pleb katapultiert. Das wäre zumindest mein geheimer Traum. Und an sich ist sonst mein geheimer Traum nur reich werden und endlich mal gut in Ark. Ja, aber das ist es im Grunde. Ich bin eigentlich jetzt gerade so aufgestellt, wie ich es wollte. Hier eine kleine Farmbase, um sowas wie Turrets und C4 nachzuproduzieren. Und da unten eben meinen sicheren Hasen. Nur leider scheint der Hase nicht so sicher. Und ich werde meinen sicheren Hasen aufteilen auf zwei sichere Hasen. Und dann bin ich ein sicherer Hase. Guck, meine Hasenpalme. Ach ja, ist das geil. Einfach seine autistischen Anfälle in so eine Kamera. Und dann wisst ihr, das... Wahnsinnsgefühl. Meine Gunpowder-Produktion, och, das läuft so geil runter hier, ne? Ich brauche wirklich nur noch Metal. Oh shit, Gasolin. Ich habe hier leider kein Kristall. Okay, ich hole Kristall, Zement und dann fliege ich ins Schneegebiet und hole Öl. Und weil ich dann schon mal im Schneegebiet bin, hole ich dann noch Polymer mit und dann machen wir uns einfach nochmal irgendwie, keine Ahnung, 10 C4 oder sowas. Das sollte dann auch erstmal reichen für 2-3 Runs, 2-3 Sprengungen. Da kann man sich dann auch mal was mit gönnen. 10 Kristall, 40 oder so brauche ich, dann reicht das. Jo, 50, perfekt. Dann noch eine kleine Lutze Metal. Lull. Sag, hör mal. Habe ich die alle angehauen bis auf den letzten Hit oder was? Gut, das Metall fürs C4 brennt. Kristall haben wir. Das Gunpowder haben wir. Dann fehlen noch Fasern. Haben wir auch. Leder. Electronics auch noch. Och, Scheißdreck, Digga. Warum habe ich das denn alles runtergeballert? Ja, weil ich es da unten safe wollte, ne? Belastung. Guck mal, ich habe auch noch einen Stegosattel, einen leicht besseren gekriegt. Dann geht es für mich wohl los, ne? Perlen sollten kein Problem sein. Da fliege ich kurz in die Mitte der Insel. Zement sollte auch keins sein, wenn da vorne jetzt ein Biberdamm ist, aber in der Regel ist da ja. Ich bin halt nur jetzt gerade gar nicht PvP-ready, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber ja, und ich werde es dann auch so machen wie jetzt. Sobald der Spot für mich dann hops geht, zeige ich euch den, auch der neue. Den werde ich euch auch zeigen, aber erst wenn er für mich hops gegangen ist. Also solange er für mich nicht hops geht, werde ich ihn halt einfach benutzen. Und hier würde ich gerne an sich ja looten, aber guckt euch das mal an. Yo, wahrscheinlich so alle einfach tot, die da waren, ne? Die jemals da das Land berührt haben. Okay, auf geht's, ab geht's. Und tut mir leid, ich bin der Kernasi. Hier war schon ein Kernasi und das Scheißholz drin gelassen. Ich droppe das dann auch nicht. Einer von denen bin ich nämlich. Oh, hier hinten war der eben da. Der ist doch gerade gespawnt. Er ist da. Sind die jetzt aggro auf mich? Hm, nö. Ich brauche ja auch wirklich nur 1, 2... Genau so viel Zement. Sie kommen. Der Damage von denen ist nicht zu unterschätzen. Top und ab. Ach ja, The Center. Ich liebe die Map, ne? Center ist wirklich eine Map, wo ich mich so ein bisschen zu Hause fühle. Das war ja die erste Map, die dazu kam. Die kam noch vor Scorched Earth, vor dem ersten offiziellen DLC. Mega nice. Hier könnte ich auch nochmal kurz gucken, aber brauche ich noch mehr Zement? Nö, ne? Da wäre sogar ein Damm, aber ne. Scheiß mal drauf, das dauert nur. Und hier müsste ja eigentlich da vorne rechts der Perlomat sein, ne? Ja, guck mal, da schimmern sie schon. Wir sind genau da. Ja, perfekt. Jetzt habe ich mein Tauchergear nicht mit, aber das geht auch ohne. Einmal runter hier. Picke weg. Ich habe natürlich ein bisschen Schiss jetzt wegen hier Piranskis und so. Schnorcheln, schnorcheln. Da ist ein Piranski. Piranski connected. Connect, er kommt schon. Ich nehme den Stein auf einfach, was? Okay, dann komm mal her, Piran. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Wilde Nummer hier. Jawohl, da hat sie ihn selbst gejeetet. Er macht den Eigenjeet, perfekt. Das ist ja das, was ich am liebsten mag, wenn meine Gegner den Eigenjeet machen. So, und dann... Müsste jetzt zumindest die nahe Lage clear sein. Und ich kann hier 2-3 Pearls snacken. 30 Silic Pearls. 60 Silic Pearls. Da unten ist auch Öl. Ich werde aber mal kurz noch ein Stück weiter düsen. Denn genau 30 Meter weiter hier ist ja die Cave, wo die Perlen quasi wohnen. Wisst ihr, da haben sie einen Mietvertrag. Auf der Basis ist das. Und da werde ich natürlich jetzt einmal reinschnorcheln. Hier ist auch, glaube ich, relativ Piranha safe. Oh, da blinken sie, da blinken sie. Wie das Koks schnief ich die. Ich muss nur richtig auf meinen... Da ist ein Piraniomato hinter mir. Hoch, hoch, hoch. Zieh hoch, Digga. Zieh hoch. Ich hab den Schwarm. Guckt euch das an. The Swarm is attacking. Parasite kommt. Guckt euch das an wie so eine Wanderschaft an meinem Sack. Komm, wir knabbern alle an Sharks Penis. Ja, ihr kleinen Lurche. Und jetzt guckt an. Jetzt mache ich jetzt wie die Kettenlandjieten.
Bam, bam, bam. Okay, keiner hat gelandjätet, aber so viel zu. Ja, hier ist safe, hier ist eigentlich nie was los. Und für mich geht's weiter.